Wann ist Abraham zurück in Cyberpunk 2077? Und ich bin in einer neuen Nebenmission. Nein, eigentlich ist es ein Auftrag hier in Phantom Liberty, dem DLC. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz im Journal. Das ist dieser hier, ein unentdeckter Auftrag. Ich weiß ja nicht mehr, worum es geht. Und das werden wir gleich erwarten. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. So, also vor ein paar Tagen haben die Scavenger einen Konvoi überfallen, der vom Stadion zurückkam. Kurz darauf bekam ich einen Anruf vom Regionaldirektor von Zetatech, der mich darüber informiert hat, dass der Konvoi ihnen gehörte. Die wollten die Transaktion unter den Händen unter der Hand erledigen. Aber unter der Hand gibt es halt auch Scavs. Zetatech hat den wertvollen Prototyp eines Implantats sowie die zugehörigen technischen Baupläne verloren. Sie hätten ihren verschollenen Besitz gerne wieder. Glücklicherweise versendet der Prototyp ein Tracker-Signal. Das hat uns zu einem Scav-Unterschlupf in den Longshore-Stacks geführt, an der Baustelle von einem Hochhaus, das vor Ewigkeiten nicht fertig gebaut wurde. Ich habe dir die Koordinaten geschickt, den Rest bekommst du wohl auf allein auf die Reihe. So, ich habe es jetzt mal vorgelesen, aber ich glaube, das hätten wir uns sparen können. Was hat er gerade erzählt? So. Eigentlich war ich. Mir so ein paar Sachen gepimpt. Oh, ich habe jetzt nämlich Synapsen-Burnout.
Scheiße. Und da hinten ist ein Sniper. Ey. Also. Vor ein paar Tagen griffen Scavs einen Transport an. Die Tech und die Wachen sind verschwunden. Letztere wahrscheinlich für immer. Das wäre eigentlich nicht weiter ungewöhnlich für Dogtown. Aber der CEO von Zetatech hat sich bei mir gemeldet. Der Transport gehörte ihnen. Zu der gestohlenen Tech gehört auch ein besonders wertvolles Augenimplantat und dazugehörige Baupläne. Die Scavs scheinen nicht zu wissen, dass es einen GPS-Tracker hat. Du wirst der Signatur folgen und das Nest der Scavs in den Longshore Stacks hochnehmen. Ich habe dir weitere Details schon geschickt.
Lager. Da ist nichts. Thank you.
Reihe mit der heißesten Eidoru des Jahres sowie der Hauptsponsor des Festivals ist der Arasaka-Konzern. Ich rufe ihn persönlich und herzlich Arigato. Weitere Nachrichten. Die Zahl der Obdachlosen in Night City ist gestiegen, und zwar um 200%. Das NCPD hat angekündigt, ein Release-Programm zu starten, um diese Herumtreiber außerhalb der Stadtgrenzen anzusiedeln. Die Polizei bittet alle Freiwilligen, die dabei helfen wollen, sich aus ihrem örtlichen NCPD-Revier zu melden. Als Gegenleistung bietet die Polizei an die Freiwilligenregister aller aktiver Teilnehmer und Helfer. Welcher Bezirk bietet den besten Revier der Stadt? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie unter der Adresse unten auf Ihrem Bildschirm. Schauen Sie nach und verlieben Sie sich wieder ganz neu in Night City. Das war das Neueste von heute. Danke für das Einschalten. Hier drüben. Hast du für das ganze Chaos gesorgt? Da habe ich ja fast Mitleid mit denen. Fast. Lass mich raten. Von Zetatec angeheuert. Ich weiß, wonach du suchst. Ich bin deinetwegen hier. Lass mich auch raten. Du glaubst, ich werde dich retten. Nein, nein. Aber den Prototyp und die Baupläne. Richtig. Die haben mich zwar hier eingesperrt, aber ich habe mit dem Prototyp das Signal gepinkt. Ich wusste, der Konzern schickt jemanden. Clever. Gib mir die Kurzfassung. Wer bist du? Hassan Demir, Ingenieur bei Zetatec. Einziger Überlebender des Skef-Angriffs. Dich jemand in Dockbound verraten? Selbst für Skefs ist es eine dumme Idee, einen Konzernkonvoi zu überfallen. Irgendwas stinkt. Es war eine verdeckte Operation. Wenig Security, höchste Geheimhaltung. Die Skeffs haben euch also rein zufällig überfallen? Keine Chance. Hat euch jemand verraten? Den Kundenhintergang? Hey, ich habe echt keinen Schimmer. Das können wir alle später klären. Haben wir einen Deal oder nicht? Komm endlich zur Sache. Wo ist der Prototyp? Fixer sprach nur vom Prototyp, nicht von einer Rettung. Weißt du, wo er ist? Oh, den habe ich bei mir. Warte mal.
Du hast dir die Tech in deinen eigenen Schädel gepflanzt? Ich dachte, so wäre es am sichersten. Die Scans der Grenzkontrolle erkennen unveröffentlichte Tech nicht. Im Nachhinein nicht meine beste Idee. Aber sie hat mir immerhin eine Weile das Leben gerettet. Den Prototyp und mich gibt's nur im Doppelpack. Wenn ich hier verrotte, kriegst du ihn nie. Der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wie blöd muss man sein, sich einen Prototyp zu chippen? Nichts für ungut wie. Es sei denn, Zeta-Tech hat ihn dazu gezwungen, um ihn als Laborratte zu nutzen. Warum so viel Drama um irgendein Implantat? Irgendein Implantat? Dieses Design könnte Kiroshi platt machen. Irgendein Typ aus Santo Domingo soll es aus dem Arasaka-Industriepark gestohlen haben. Also sind wir der Sache nachgegangen. Ich sollte es im Stadion kaufen, ohne Arasakas Aufmerksamkeit zu erregen. Und naja, stattdessen bin ich hier gelandet. Ist ziemlich riskant, einen Prototyp einzusetzen. Prototypen sind unberechenbar. Ziemlich riskant für einen Zeta-Tech-Ingenieur, sich sowas einzupflanzen. Natürlich war es riskant, aber die Alternative war weitaus gefährlicher. Na klar. Und Daddy Zeta-Tech ist natürlich einverstanden damit, dass sein Rapper aus Dogtown am Prototyp rumfuchtelt. Daddy habe ich nicht darüber informiert. Können wir dieses Gespräch jetzt bitte draußen fortsetzen? Und wenn ich ihn einfach rausziehe? Wie wär's hiermit? Ich komm da rein, zieh dir das Chrom aus dem Schädel und verschwinde. Ich hab's den Bastarden auch schon gesagt. Nur ein Repair-Dog kann den Prototyp sicher entfernen. Wenn du ihn rausziehst, ist das Ding futsch. Ich brauche nur den Prototyp. Vom Zustand war keine Rede. Und was ist mit den Bauplänen? Ich kann dir zeigen, wo sie die versteckt haben. Das ist also deine Masche? Na schön. Aber mach keine Faxen. Ich weiß, in welcher Position ich hier bin. Keine Sorge. Gut. Dann knacken wir mal die Tür. Umgeh das Sicherheitssystem. Wenn das nicht geht, sieh im Wachraum nach. Vielleicht findest du dort dein Passwort. Okay. Bin gleich wieder da. Okay. Code eingeben. Code haben wir noch nicht gefunden. Hacken können wir es nicht. Na dann, dann lass uns mal schauen, was wir hier finden. Na bitte sehr. Nachrichten, Lösegeld. Ja, eure Ratte gefunden. Folgendes passiert jetzt. Ihr zahlt uns das Lösegeld und ihr kriegt einen euren Chupen in Einzelteilen zurück. Zuerst schicken wir euch, das lasst mal weg, seinen Zeigefinger, damit ihr wisst, wer an seinem Schuld ist. Dann schicken wir euch ein Ohr und so weiter und so weiter und so weiter. Okay. Tja, das wird wohl nichts. Ich habe Zeta-Tech ein Lösungsgeld von einer Fake-Adresse geschickt, aber ich glaube, das wird nichts. Die Unterhändler von denen sind echt eiskalt, als würde man mit einem Roboter reden. Okay, also es könnte nach hinten losgehen. Zeugabholung. Hey ja, wir haben einen Haufen Zeug hier im Hochhaus. Schickt mal jemand vorbei, damit die frische Ware nicht zu lange davon kommt. Okay, Dateien. Das haben wir jetzt hier. Codes und Passwörter. 753. Na bitte sehr. Immer der IT-Kraft. Das sollte man nicht trauen. So, lokales Netzwerk. Was haben wir denn da? So, kein Strom und das System ist online. Lass es jetzt erstmal raus. Und mit C raus hier. Und zurück zu den netten Jungen. Mal gucken, was der jetzt für einen Bockmist macht. Das geht never gut. Zwei, sieben, fünf, drei. Wie ich sehe, hat Zeta-Tech kein Geld gespart und einen richtigen Profi angeheuert. Absolut. Jetzt bist du dran. Wo sind die Baupläne versteckt? Die Scavs haben mich in ihre Werkstatt gebracht. Ich sollte die Sicherheitsprotokolle der Tech entfernen. Nach dir. Und komm nicht auf dumme Gedanken, okay?
Scheiße ist das? Harry? Der Typ war ein Arsch, aber das... Das ist barbarisch. Wahrscheinlich wäre ich hier gelandet, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Naja, bei Zetatec wartet auf mich auch ein heißes Ende. Heute haben wir einige wichtige Mitteilungen für Sie. In Arroyo wurde eine Terrorgruppe, die sich selbst als Gewerkschaft bezeichnet, eliminiert. Diese selbsternannten Vertreter Night City Arbeiter. Okay, okay. Da wären wir. Es müsste hier irgendwo... Hab es. Nova, ich nehme das mal. Bleib bei mir, wir verschwinden. Warte. Ich konnte hören, wie du sie niedergemäht hast, also konnte dich halb Longshore auch hören. Hier wimmelt es bald von Scavs. Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit. Die Zugbrücke. Hab gesehen, wie die Scavs sie benutzen. Wohl ein Notausgang aus dem Hochhaus. Die werden nichts bemerken, glaub mir. Ist eine sichere Sache. Siehst du, ich kann doch ganz nützlich sein. Zeit, dass wir verschwinden. Nur noch ein paar Schritte und schön leise sein. Ganz still und heimlich. Wenn sie uns nicht sehen... Wird uns nichts passieren. Komm schon, Hassan. Du kannst das. Jetzt noch die Brücke ausschalten, damit die Scavs uns nicht verfolgen. Wow, du bist ja wirklich Ingenieur. Beeindruckend. Hey, solange es nicht mehr funktioniert... Hier sollte es sicher sein. Puh, ich schuld dir was. Wirklich. Fast wäre ich draufgegangen. Kein Problem. Ich gehe ja nicht mit leeren Händen raus. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Werd dem Boss sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Weiß doch, was das bedeuten mag. Gucken wir mal. Wir haben keine Zeit. Nein, das hättest du wohl gern. Ich rufe meinen Fixer an, organisiere einen Transport. Er wird den Prototyp selbst entgegennehmen wollen. Nein, nein, warte. Ich kann nicht zurück zur Zetatec. Weißt du was, Shum? Du gehst mir mächtig auf die Nerven. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Problem ist... Ich bin fertig mit Zetatec. Ich wollte eigentlich mit dem Prototyp in Dogtown abtauchen. Ich hatte bereits einen Käufer. Musste nur warten, bis das Signal abläuft. Dann griffen die Scavs an und ruinierten alles. Wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Und wie wolltest du es durchziehen? Du wolltest also einen Megakonzern verarschen. Was war eigentlich dein Plan? Ich hatte nicht genug Kontakte in Dogtown, um es selbst durchzuziehen. Ich habe einen Käufer im Stadion kontaktiert, habe ihm alle Infos gegeben und er sollte den Rest organisieren. Und du hast ihm einfach so vertraut? Ich bin doch kein Idiot. Deshalb habe ich mir den Prototyp eingesetzt. Hätte er mich umgebracht, dann hätte er auch das Teil geschrottet. Ich sollte an der Grenze abhauen während der Kontrolle des Konvois. Ein Auto hat auf mich gewartet, aber so weit kam es gar nicht. Und warum hast du den Konzern verraten? Warum bist du so scharf auf die Tech? Hast du nur den Hauch einer Ahnung, wie viel sie wert ist? Mehr als dein Leben, richtig? Ich habe keine Familie, keine Freunde. Ich habe alles dem Konzern geopfert. Und was bekam ich dafür? Mein verdammtes Leben haben mir diese Bastarde geklaut. Der Prototyp ermöglicht mir einen Neuanfang. Was glaubst du, was jetzt passiert? Ach, warte. Was denkst du, was jetzt passiert? Dass ich meinem Fixer sage, dem Prototyp sind Beine gewachsen? Sag einfach, dass er verschollen ist oder so.
Das Signal habe ich getrennt und ein Fixer kann die Baupläne haben. Sie sind auch wertvoll. Du mieser Spritzer. Hättest dir einen besseren Plan überlegen sollen, bevor du dir diese Sarkaseta-Skeff-Scheiße eingebrockt hast. Ich habe Mist gebaut, okay? Ich weiß. Aber die werde mich umbringen. Bitte. Newsflash, Joom. Du bist schon tot. Selbst wenn ich dich gehen lasse, werden die dich finden. Dann gebe ich auf. Töte mich. Ich meine es ernst. Ist mir lieber, als von denen gefoltert zu werden. Okay. Habe ich ein Gewissen oder habe ich kein Gewissen? Ich bin dem Fixer. Ich ruf lieber den Fixer an. Rühr dich nicht und halt die Klappe. Klar. Okay. Schick mich bitte nicht weg. Shit. Hans, die Situation wurde kompliziert. Hab eine Geisel gerettet. Überlebender von Zetatec. Und wie wirkt sich das auf die Mission aus? Naja, der Idiot hat sich den Prototyp ins Auge gestopft. Braucht eine Mitfahrgelegenheit. Umständlich, aber kein Problem. Koordinaten bitte. Der Transport wird gleich da sein, um ihn zu Zetatec zu bringen. Genau, nimm das einfach nur das Hassan gehen. So, machen wir das mal. Überlass ihn nicht Zetatec. Such ihm einen guten Ripper, nimm die Tech und lass ihn einfach gehen. Ich nehme an, du hast schon einen Wohltäter im Sinn, der ihm diese Operation finanziert. Komm schon, Hans. Ich weiß, dass du jemanden kennst. Kostet dich kein Annie. Stimmt. Sieh es als Zeichen meines guten Willens. Eine Basis für unsere weitere Kooperation. Du hast mich neugierig gemacht, wie? Ist er den Aufwand wert? Du weißt genau, was Zetatec mit ihm anstellen würde. Und weißt du was? Scheiß auf diese Konzernfreaks. Schon erledigt. Danke, dass du mir geholfen hast. Wirklich. Du bist wie? Hans schickt mich. Wegen der Baupläne. Ja. Hier, nimm sie. Nova. Ich übernehme ab hier. Der Bastard hat einen Überfall überlebt, ist den Scavs entwischt und hat einen Konzern verarscht. Aber jeder hat irgendwann mal Pech. Geschickt gelöst, B. Meine Leute werden sich um den Rest kümmern, genau wie vereinbart. Deine Bezahlung sollte gleich da sein. Hm, läuft doch. So, und dann gucken wir nochmal kurz rein, was denn die Nachrichten reingekommen sind. So, Reed, bleibst du, warte mal. Bleibst du ein Doktor? Okay. Und Mr. Hans. Ja, okay. Das ist die Nachricht, die er mir geschickt hat mit der Missionsbeschreibung, die identisch ist mit dem, was er gesagt hat. So. Damit, oh nice, 404, damit habe ich diese Mission abgeschlossen. Und da kann ich nur wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, have fun, euer Aboram. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.